auch Sie zu Hause, Sie können ruhig die Fernbedienung weglegen, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Wirklich, es liegt nicht an mir, es liegt an meinem Horoskop. Wirklich, ich gucke nie in mein Horoskop, aber heute Fernsehaufzeichnung dachte ich, da gucke ich in mein Horoskop und ich sage Ihnen eins, es wird ein sensationeller Abend. Ein großartiger Abend. Mein Horoskop für heute, Sie glauben es nicht, Achtung, seien Sie wachsam. Es könnte sein, dass Sie bei der Ausübung Ihres Berufes beobachtet werden. Was willst du mehr? Der Abend ist gelaufen, oder? Richtig. Ja. Und gleich vorweg, erwarten Sie keine Antworten von mir. Falls Sie mit sowas gerechnet haben, Antworten kriegen Sie woanders in den Talkshows oder so. Ja, bei mir gibt es nur Fragen. Ja, ich weiß es ja selber nicht. Das ist oft mein Problem. Ich weiß es selber nicht. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Manchmal bin ich nicht mal meiner Meinung. Ja, auch das kommt zwischendurch mal vor. Ich blick doch nicht durch. Jetzt bei dem Betreuungsgeld, Leute, blickt ihr da durch? Da werden Milliarden ausgegeben, um Krippenplätze zu schaffen. Und jetzt gibt man Milliarden aus, dass die Mütter ihre Kinder da nicht hinbringen. Das muss mir mal einer klären. Das ist ja wie wenn du eine Autobahn baust mit Milliarden Aufwand und dann gibst du jedem Autofahrer 100 Euro, wenn er Landstraße benutzt. Wer versteht denn das noch? Ich blick nicht durch, wie ein Christian Wulff in diesem Land Bundespräsident werden konnte. Ein Mann, der im Interview mit dem ZDF tatsächlich sagt, ich möchte lernen, ein guter Präsident zu sein. Liebe Leute, bei allem Respekt, das reicht doch nicht. Wenn ich einen Wasserschaden im Keller habe und einen Klempner anrufe, dann möchte ich, dass einer kommt, der das repariert. Und nicht einer, der vor der Tür steht und sagt, ich möchte lernen, ein guter Klempner zu sein. Verstehe ich nicht. Europa, da geht's doch schon weiter. Ich frage mich, wo ist der europäische Gedanke geblieben, Freunde? Das war doch mein Gedanke, da ging es doch um Ideale, um Werte, um Inhalte. Inzwischen geht's nur noch um den schnöden Mammon, nur noch um den Euro. In der Finanzkrise wird mit Geld spekuliert, was sie nicht mal haben. Das haben sie nicht mal, das haben sie vom Zweiten geliehen. Und der von dem Dritten und der von dem Vierten und der Fünfte hat gesagt, ich geb's doch, wenn ich's hab. Damit wird spekuliert. Das ist wie Jungs, die zum Fußballspielen treffen, der den Ball mitbringen soll, kommt nicht. Und die spielen trotzdem. Ja, jetzt merken Sie, wie absurd das Ganze ist. Und alle Werte von Demokratie in Europa werden verkauft, werden geopfert auf dem Altar des Neoliberalismus. Als der Papandreou gesagt hat, er möchte eine Volksabstimmung machen, da war aber was los bei Merkel und Sarkozy. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird in Demokratie womöglich noch das Volk gefragt. Wo kommen wir denn dahin? Die Griechen tun ja gerade so, als hätten sie Demokratie erfunden. Ja, ich bitte euch, was könnte der Grieche noch abstimmen? Der Grieche sitzt in der Suppe, die er sich selber eingebrockt hat und darf jetzt entscheiden, wer den Föhn reinwirft. Herzlichen Glückwunsch. So weit sind wir. Das möchte noch einer verstehen. Ich verstehe nicht, warum Banken gerettet werden mit Milliardenkrediten, während gleichzeitig momentan in Ostafrika Tausende an Hunger und Durst krepieren. Und im Sudan, wo sich gerade eine Hungerskatastrophe ankündigt. Das kommt in den Nachrichten gar nicht mehr vor, weil ja der DAX schwächelt. Der arme DAX, der ist ja viel wichtiger, wenn der mal schwächelt. Wir retten die Banken, die mitverantwortlich sind für das ganze Elend, weil sie durch ihre Spekulation dafür gesorgt haben, dass die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren um 171% gestiegen sind, dass sich Länder wie Somalia und Kenia keine Vorräte mehr anlegen konnten. Man rettet die Täter und die Opfer vergisst man. Vergiss mal. Aber es wird ein lustiger Abend, falls Sie kurz Zweifel hatten. So einen kurzen Moment gespürt, oh Gott, wenn er schon so loslegt, wo endet's dann? Es wird lustig, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir gar nicht mehr zurechtkommen. Wir wissen gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Das ist uns abhanden gekommen, weil das, was heute richtig ist, ist nächste Woche falsch. Ja, und zwei Wochen später ist es wieder richtig. Da ist das Problem, wir wissen es gar nicht mehr. Ich habe das neulich im Zug erlebt, habe am Laptop was gearbeitet, im Zug, im ICE und ein Herr sitzt neben mir und spricht mich plötzlich an und sagt, er hätte Probleme mit dem Emil. Sag ich, mit welchem Emil? Ja, mit dem Emil, sag ich, ich kenne deinen Emil nicht. Ja, mit dem Emil vom Computer. Mit dem E-Mail. Er hat Probleme mit dem E-Mail. Er wäre Fußbodentechniker, er kennt sich mit Laminat aus. In so einem Moment denke ich, warum ist die Welt so ungerecht? Warum ist E-Mail so wichtig und Laminat so unwichtig? Ist das fair? Kann man nicht mal eine CeBIT in Hannover zum Thema Laminat machen? Damit wir auch mal wieder mitreden können, oder? Stattdessen, was wird auf der diesjährigen CeBIT vorgestellt? Haben Sie es mitbekommen? Ein unterwassertaugliches iPad.
bis wirklich war, da stand die Merkel, da hat das mehrfach ins Aquarium reingehalten. Ich habe es gesehen. Ich dachte, ein unterwassertaugliches iPad, was für eine sensationelle Erfindung. Wie oft habe ich schon beim Schwimmen im Schwimmbad gedacht? Wenn ich jetzt meine E-Mails abrufen könnte. Ich wäre ein glücklicher Mensch. Wissen Sie was? Ich würde noch ein Foto von den Kacheln machen, würde es meinen Freunden bei Facebook schicken. Ne? Es wird doch stattdessen, was kannst du in diesem Land, einen Klingelton runterladen, der Furz 3 heißt. Da kannst du, ja, ich habe auch gelacht, ich kannte Furz 1 und Furz 2 nicht mal. Da gibt's schon Furz 3. Da stehst du heute in der Straßenbahn, plötzlich macht's nebendran. Pff. Ja, ist eine SMS, die gekommen ist. Früher hat das gestunken, heute wird abgenommen. So weit sind wir. Du, da blicke ich doch nicht. Jede Minute werden bei YouTube 24 Stunden Videomaterial hochgeladen. Jede Minute 24 Stunden. Um das Videomaterial eines einzigen Tages anzugucken, bräuchten wir 4 Jahre. Ohne zu essen, ohne zu schlafen und ohne den Therapeuten, den wir nötig hätten. Wir machen uns ein Bild von der Welt, können diesem Bild aber immer weniger folgen. Kriege ich gestern vom Mediamarkt noch als Höhepunkt ein Prospekt im Briefkasten. Jetzt haben die ein mobiles Laptop im Angebot. Ein mobiles Laptop, Freunde. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Meins liegt seit 3 Jahren zu Hause. Jetzt kann man es plötzlich mitnehmen. Die Welt wird doch immer verrückter und wir blicken nicht mehr durch. Warum? Ich sage euch, weil uns alles abgenommen wird. Das Schlimmste ist das Vergessen. Man vergisst alles. Weil uns die Technik inzwischen alles abnimmt, das ist doch die Geste des 21. Jahrhunderts. Kennen Sie auch, wenn Sie nicht selber sind, oder? Sonst im Bekanntenkreis, man streichelt ja inzwischen sein Handy. Ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, und da werde ich jetzt einige junge Menschen schockieren, da hatte ich alle Nummern von Freunden im Kopf. Ist wirklich wahr, irgendwann waren sie alle im Handy. Inzwischen kenne ich die Namen von Freunden schon nicht mehr. Du, da kommt einer auf mich zu, denke ich, doch, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Pass mal auf, pass mal auf. Papa, grüß dich. Ja. So schaut's doch aus. Ich sage ja immer, zum Glück hatten die früher kein iPhone. Stell dir mal vor, Columbus hätte so ein iPhone gehabt. Der wäre nie losgefahren. Der hat gesagt, das ist wahnsinnig weit, das mache ich nicht. Ja, du weißt, was da passieren kann. Na, ich bin doch nicht doof, oder? So, oder Romeo und Julia hätte nie stattgefunden. Das hätte der Shakespeare nicht aufschreiben können. Romeo hätte einmal Julias Familie gegoogelt und gesagt, oh, mit denen gibt Ärger, SMS, Schluss, aus, tschüss. So wäre es gelaufen. Und die Technik bringt uns ja nicht weiter. Früher zum Beispiel Dia-Vortrag, Sie erinnern sich. Da kamen doch diese 2 Hausmeister auf die Bühne und haben diese Leinwand aufgebaut, oder? So, und dann wurde dieser Dia-Projektor angeschmissen, dann kamen noch 2 Stunden diese Fotos. Inzwischen, egal wo ich hinkomme, Leinwand immer oben in der Decke, voll elektronisch versenkt. Jetzt stehen die beiden Hausmeister hinten am Knöpfchen, beide, weil unkündbar, hä? Stehen da, drücken auf das Knöpfchen, die Leinwand fährt 20 cm runter und macht plötzlich wupp. Dann drücken sie nochmal drauf und dann fährt sie wieder hoch, wupp. Und nochmal wupp. Und nochmal wupp. Nach 20 Minuten rufen sie einen Techniker an, der kommt, drückt auch einmal drauf, wupp. Kaputt. Und dann sagt er noch, ich möchte lernen, ein guter Techniker zu sein. Tja. Was machen die 2 Hausmeister? Gehen runter in den Keller, holen die alte Leinwand von früher und bauen die wieder auf. Ja, schmeißen mal einen Beamer an, falls der funktioniert. Technische Geräte haben inzwischen 100 Knöpfe, aber keiner ist für das zuständig, wofür ich es brauche. Ich liege im Hotelzimmer, ich habe so eine Fernbedienung. Ich wüsste, wie man umschaltet, ich krieg den Fernseher nicht mal an. So kompliziert ist das in der Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine hatte früher einen einzigen Knopf. Hast du drauf gedrückt, was kam unten raus? Kaffee. Inzwischen hast du 20 Knöpfe, drückst drauf, was kommt? Latte Macchiato. Dann säufst halt den Scheiß, oder? Bei der Bahn, du willst ein einfaches Ticket, da stehst du am Bahnhof vor einem riesigen Touchpad. Du musst 100 Fragen zu deinem persönlichen Leben beantworten, oder? Bevor die unten was ausspuckt, du willst ein Ticket nach München, was kommt raus? 1 nach Berlin, da fahr ich halt dahin, oder? Es ist doch, ein Navigationssystem leitet uns seit Jahren durch die Welt. Wir wissen selber nicht, wo wir sind, aber das Navi leitet uns. Und es gibt einen Müdigkeitserkenner. In modernen Autos, ist wirklich wahr, wenn du müde wirst, stellt das Auto sich ab. Früher war es doch andersrum. Wenn ich müde geworden bin, habe ich das Auto abgestellt.
Heute triffst du Leute an der Autobahnraststätte ohne Auto. Das ist ohne sie weitergefahren. Du hast ein Auto für 50.000 Euro, aber es nimmt dich nicht mehr mit. So weit sind wir. Es ist doch, komm. Ein Beispiel, ich habe noch eins. Meine Eltern haben sich jetzt für die Terrasse so elektrische Rollläden besorgt. Da kannst du einstellen, 21.30 Uhr fährt das alles voll elektronisch runter. Jetzt sitzen meine Eltern. Ist Ihnen auch schon passiert, oder was? Sitzen die im letzten Sommer auf der Terrasse, einmal nicht auf die Uhr guckt, plötzlich mal hinten. Mussten die mit 70 nochmal auf der Terrasse übernachten? Gut, sie hätten mit dem Auto wegfahren können, aber es lag eine Zelle in der Garage, bin ohne euch losgefahren. Ihr sah so müde aus. Freunde, und dann sage ich euch eins, das hat System. Man hat uns inzwischen überall Knöpfchen hingemacht, damit wir beschäftigt sind. Damit wir nicht lang nachdenken, dass wir irgendwie glauben, dass wir den Weltenlauf noch im Griff haben. Das ist das Prinzip. Hier, Fußgängerampel, da drücken viele ja immer noch drauf und glauben, weil sie gedrückt haben, springt die Ampel auf grün. Hier, im Aufzug auch. Viele drücken die Tür zu, Knopf und glauben, dass dann die Tür zugeht, weil sie geht. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Die Tür geht zu, wenn sie will. Da kannst du drücken, wie du willst. Und dann lese ich eine Geschichte, und das ist jetzt wirklich wahr, und das meine ich ganz ernsthaft. Vor Altenheimen haben die für Demenzkranke so Bushaltestellen eingerichtet. Das ist wirklich wahr, da kommt aber nie ein Bus. Das ist ganz wichtig, sonst wären die weg, und das will keiner. Und dann sitzen die da, und das ist pädagogisch unglaublich sinnvoll, weil dieses negative Gefühl des sich bewegen wollen, des Wegwollens, ja, das wird umgewandelt ins Warten, das kennt man, und dann sitzen die da 2-3 Stunden und sagen, ach, das war ein schöner Mittag, jetzt gehen wir rein zum Abendessen. Und so geht's uns. Sind wir ehrlich, die Bundesregierung hat uns aufs Bänkchen gesetzt und da sitzen wir und die Merkel hat gesagt, der Bus kommt gleich, der heißt Herbst der Reformen oder Frühjahr der Entscheidungen und so sitzen wir von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, sitzen wir da, warten auf den Bus, der niemals kommt. Ja, zwischendurch drücken wir irgendwelche Knöpfchen, damit wir beschäftigt sind und dann kaufen wir uns noch ein gutes Gewissen, damit wir das ganze Elend erträglich gestalten können für uns. Da kauft man einen Kasten Krombacher, weil damit wird ja der Regenwald gerettet. Oder ein Fairtrade-Coffee beim Starbucks. Ja, und der einzige Gedanke, der dahinter steckt, ist, macht euch keine Gedanken. Sauft euren Kaffee und seid zufrieden. Und wartet. Und da sitzen wir, warten, drücken Knöpfchen und ganz langsam fährt hinten der Rollladen runter. Und wir kommen nicht mal mehr rein. Und ich bin mir da nicht sicher, ob uns dann ein unterwassertaugliches iPad wirklich weiterhilft. Bin ich nicht sicher.